Einen wunderschönen guten Tag, meine herzallerliebsten Butterblümchen da draußen. Ich begrüße euch. Wir machen heute Folgendes. Wir gucken, was liegt im Feld für dich. Was haben wir denn heute für dich, was wichtig zu dir möchte? Ja, dass du auf dieses Video geklickt bist und das wollen wir rausfinden. So, machen wir jetzt mit meinen Karten. Die können es kaum erwarten. So, die benutzen... Entschuldigung, ich habe schon wieder... So, also, ich habe hier meine Kärtchen und da gucken wir einfach mal, was ist für dich jetzt hier bereit. Ne? Schauen wir einfach mal, was Unerwartetes auch vielleicht kommt. Was mal so ein Highlight oder so ist. Ne? So ein Highlight, das wäre es doch, oder? Okay, da schauen wir mal nach. Da wollen wir mal luege. Meine schönen Blümchen hier. Oh, übrigens, wenn du auch ein Butterblümchen werden möchtest, ne? Dann kannst du das ganz kostenlos. Dann musst du nur diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So, und die Glocke aktivieren. Und dann bist du schon kostenloses Mitglied. Und wenn es geht, das Herz am rechten Fleck haben. Ne? Und ja, da passt das alle. Und dann gehörst du hier zu uns Butterblümchen, zu unserer kleinen, aber feinen Community. So, meine Lieben. Und jetzt, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Kleinen Moment, Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Es tut mir leid. Und mal ein bisschen den Kopfhörer frei machen hier. So. Es tut mir leid, aber ich räuchern ist das A und O, sage ich nur. Ich wollte mal, ich hatte mein Räucherholz hier vergessen, was ich jedem nur empfehlen kann. Oh, das hat so einen Geruch. Das ist so, ich liebe das wirklich jetzt, aber ne. So, und jetzt wollen wir schauen, was ist heute für dich im Feld? Was für eine Botschaft bekommst du heute? Du, und das ist ein allgemeines Reading, ne? Wenn du damit nicht in Resonanz gehst, nicht enttäuscht sein. Ich mache das ja fast täglich, bis auf ein paar Ausnahmen am Wochenende. Ne? Und darum, dann bist du beim nächsten Mal dabei. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt, was kommt. So, wollen wir mal gucken. So. Bing! Am Kopfhörer so ein bisschen dran gehalten. So, los geht's. Was haben wir für dich heute da? Oh. Oh, ein Konflikt. Oh yeah. Da gibt es eine Aussprache-Auseinandersetzung. Da kommt was auf den Tisch. Da ist brodelt was unter der Oberfläche bei euch. Da kommt was auf den Tisch. Okay, da bist du gesprungen. Einmal mische ich noch durch, was da nicht springt. Freimachen. Was da nicht springt, möchte sich auch nicht zeigen. Okay? Das war's. So, das Ganze klären wir noch mit dem Tarot ab. Jetzt ziehe ich euch aber nur eine Karte. Die nehmen wir zur Abklärung sozusagen. Ach, die kann man so toll mischen, weil die so riesengroß sind. Aber die sehe ich wenigstens vernünftig. Ich blinder Maulwurf. Das ist ja immer das Problemchen hier, ne? Bei der Shop. So, nein, ich will die aber so. Ich will das anders machen. Ich will erstmal mischen hier. Ich habe die ja vorher sowieso durchgemischt. So ist nicht, ne? Also nicht. Aber trotzdem. Okay. Da ist sie gesprungen. Ah, der Name. Alles auf Anfang. Bums, die Bams, die sag ich nur. Alles auf Anfang, meine gute Schnute. Das bedeutet, der Name. Erstmal easy peasy bleiben. Alles, was hier, der ganze Kladder, Dutch hier, was der Knall, der kommt, easy peasy bleiben. Es ist alles auf Null. Es wird einfach nur ein Reset-Knopf gedrückt, alles auf Null gesetzt und du gehst einfach einen richtig geilen neuen Weg, denn der Narr ist einfach, darf ich das, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich hier sagen darf, ne? Da kommt ein richtig toller Weg auf dich zu, denn der Narr zeigt einfach immer diese Leichtigkeit, diese Beschwinglichkeit, dieses, was wir als Kinder noch haben, uns für was, oh, ne,
begeistern können, schöne Gefühle, alles so entdecken, noch mal ganz neue Dinge entdecken, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Ne? Wohlbemerkt. Der Narr ist super. Ich bin jetzt gespannt, was hier kommt. Ich mische noch mal. Jetzt gucken wir aber mal, was da kommt als neu, so Reset-Knopf, ne? Bam, hier. Jetzt ohne Witz, erste Karte sind die Ruten. Ich habe gesagt, eine auseinander, also da wird es da. Oh, und also da ist das Herz eingebunden. Also was immer auch dein Thema ist, was immer auch, also wenn es die Liebe ist, ne, da geht es ordentlich ans Herz. Wenn es eine andere Sache ist, die liegt dir aber dann am Herzen, okay? Weil wir sind ja auch allgemein hier so. Oh, und das Ganze, das brodelt schon länger unter, genau wie ich es gesagt habe, der Baum liegt daneben. Ey, das ist so Hammer. Denn genau wie ich es gesagt habe, da brodelt schon länger was unter der Oberfläche. Und das hat etwas, das hat dich in einer erstarrten Situation gebracht. You know what I mean? So, so ist besser. Das hatte ich in einer erstarrten Situation oder euch, ne? Whatever. Dich in einer erstarrten Situation gebracht. Und da kommt dieser Konflikt, ist eine Bereinigung in deinem Leben. Du bekommst Klarheit. Du bekommst, es ist ein Richtungsweiser. Es ist ein absoluter Neubeginn. Und da zeigt sich dein Gegenüber, mit dem du in diesen Konflikt gerätst, auch auf einmal ganz handsam. Nee, ehrlich. Denn da kommt er mal in sein Herz, da kommt er mal an sein Herz, da kommt er mal an seine Gefühle. Ja. Und dann kann auch bei ihm dieses endlich wieder rauskommen, endlich wieder mehr. Mann, ich trinke mal einen Schluck, sorry. Und dann kann auch mal wieder was passieren bei ihm, weißt du, wie ich meine? So, und diese Leichtigkeit, die kommt jetzt in großen Schritten und da ist die Klarheit. Zup, was habe ich gerade gesagt? Du wirst Klarheit kriegen. Und was liegt hier? Klarheit. Und die steht noch unter einem guten Stern. Oh, aber gut, es gibt nicht nur, pass auf. Nichts ist immer nur toll, nur positiv, nur, ne, alles hat immer zwei Seiten der Medaille. Immer eine Frage der Wahrnehmung, immer eine Frage der Sichtweise. Das habe ich ja schon oft erklärt. Erstmal ist die Situation nur da. Du bewertest sie. Ne? Du mit deinen Emotionen und deinen Gedanken bewertest du die Situation. Der Narr ist aber der Nullpunkt. Nullpunkt-Energie. Das ist die absolute, also ich finde immer, das ist der Joker, weil da ist alles möglich, alles ist, da ist noch diese Beschwinglichkeit, dieses, oh, nicht so in diese Schwere, wo wir hier bei dir, du schaust hier in die Mäuse, das heißt, du bist da schon, also hast bis an deine Grenzen, also da ist, du bist verletzt worden auch sehr und bist auch misstrauisch geworden und ja, gib das nicht auf, gib deine Hoffnung, dein positives Gefühl, deine Liebe zu dir, all das, ne, deine Wertschätzung zu dir, gib das alles nicht auf, gib das um Gottes Willen, das muss an oberster Stelle stehen. Und dann dafür setzt du dich ein, dafür Kriegerin, Kriegerin der Selbstliebe bist du jetzt. Du bist jetzt auf dem Pfad der Kriegerin der Selbstliebe. Und dafür musst du auch manchmal auch du, ne, an dieses Gefühl nochmal kommen, dieses Gefühl Angst vor Verlust, Angst vor Ablehnung. Da hat jeder von euch sein ganz eigenes Thema. Ne? Jeder steht da woanders. Das ist hier ja ein YouTube-Video und keine persönliche Legung. Ne? Hier, ich habe hier in 5 Stunden noch den Narr in der Hand, aber ich finde den auch so wichtig, weil, ey, der ist wirklich eine Chance, wirklich. Und damit meine ich auch für beide Seiten. Ne? Also du schaust hier noch ja, in so auch so Wunden rein. Auch vielleicht hast du manchmal auch so Selbstzweifel, welchen Weg gehe ich jetzt, wie entscheide ich jetzt, ne? Weißt du, wie ich meine? Vielleicht ist das auch so. Und das ist jetzt eben für dich eine neue Chance, auch für dich so habt, ob wenn es in der Liebe ist oder für dein, ne? Dein Gesprächspartner hier, nenne ich ihn mal jetzt Gesprächspartner, denn da ist Gesprächsbedarf, ne? So.
Ihr habt auch wirklich, seh die neue Chance da drin. Aber ich will es nicht kleinreden, es wird schon was aufwühlen. Bei euch beiden, ne? Es wird was aufwühlen im Leben, aber das ist wichtig. Da wird der Staub aufgewirbelt. Richtig so, alles Woppe, so, weißt du, du siehst nichts mehr vor dem ganzen Staub, der da aufgewirbelt wurde, ne? Und dieser Qualm, der dadurch entstanden ist. Und siehst nichts mehr. Und dann auf einmal legt sich das Ganze. Du siehst, das ist gar nicht so schlimm, wie du dachtest. Und kannst da so ein bisschen mehr wieder selber auch zur Ruhe kommen. Denn das scheint mir auch sehr wichtig hier zu sein, dass du selber für dich auch zur Ruhe kommst. Leute, ich ziehe euch noch so ein Ruhenkärtchen. Ruhe, Ruhen, das ist mir gerade irgendwie so. Aber weißt du was? Eins darfst du nicht vergessen, du, auch für dich, ne? Du trägst da unmittelbar zu bei. Nichts ist in Stein gemeißelt, ne? Das kennt ihr ja. Und es ist ganz wichtig, dass du für dich gut sorgst, ne? Es bringt dir überhaupt nichts, bei ihm komplett nur zu bleiben. Klar kannst du so wie jetzt dir das anhören, draufschauen, aber am Ende des Tages geht es halt immer um dich, ne? Es geht immer um dich und deine. Und das andere, das entsteht und läuft von alleine. Das sind eigentlich Dinge, die Zahnräder, die ineinander übergehen, so. Weißt du, was von ganz alleine läuft? Da brauchst du deinen Teil gar nicht zu beitragen. Wenn du in deinem Energiebereich bleibst, ist alles wunderbar. Und das kannst du ja jetzt mit ein bisschen ja, Altem, was hochkommt, da kommen alte Themen nochmal so ein bisschen hoch. Ne? Ich will jetzt sagen, wie es ist. Ich sage ja immer, was bringt es euch, wenn ich euch hier eine rosarote Bonnie-Welt erzähle? Und am Ende zeigt sich dann was ganz anderes. Das bringt nichts. Es ist nie alles nur toll und darum sage ich dir, bei euch beiden kommt da nochmal ordentlich was hoch und ey, da werden einige Sachen auch nochmal klar und die sind wichtig für dich, auch für deine Herzheilung, für dein Herz Gleichgewicht, ja und auch für diesen Neubeginn, den ihr beide dann machen könnt. Ob miteinander oder getrennt, das entscheidest du dann. Für dich. Ne? Wenn du für dich geschaut hast, was ist für mich persönlich am besten? Da ist es schon. Tru, tru. Und lese ich es euch vor. Und wir haben hier Naudis. Naudis. Also, oh, hier ist eine Überwindung angesagt. Heißt es, hier muss man etwas überwinden, damit du hier hinkommst. Ich sage nur der Narr und das meine ich. Ihr glaubt es nicht. Weißt du, in Verbindung, der Narr in Verbindung mit dem Lendemore-Bild ist einfach immer dieses, dass ich sagen möchte, ey, sieh die Chance, das ist wichtig. Ne? Und hier heißt es auch manchmal, sich zu überwinden. Ne? So, jetzt pass auf. Also Naudis symbolisiert Störung. Widerstand, die Kräfte, der Widerstand, der aber in dir Kräfte weckt. Also das heißt, hier wirst du noch mal so aufgefordert auch vom Leben, so aufzustehen und ne, die Kräfte noch mal zu mobilisieren. Und deswegen kommen auch die Ruten bei dir so als erst. Ich bin alleine, das kann gar nicht sein. Außer der Hund und den sehe ich ja. So, aber also, jetzt, Mensch, jetzt bin ich shitter, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Also die Ruten, ne, die wollen dir nichts Böses, sondern es geht darum, sich zu befreien auch in gewisser Weise und die Kräfte wieder zu mobilisieren in dir. So. So, Verwirrung, Streit. Und der feste Wille, alle Not zu überwinden. Und da ist eben diese Kämpferin, die wieder in dir hoch, das wird Kräfte mobilisieren in dir. Die Rune bedeutet auch Leidensfähigkeit und Vorbestimmung. Und was habe ich auch über Leid und Schmerz gesagt? Aber alles zu seiner Zeit, meine Jute. Ich meine, ich laufe auch nicht den ganzen Tag durch die Gegend, freudestrahlend und ach!
Danke, es ist so wunderbar, ich liebe alles. Ne? So, das ist klar. Ich habe auch da meine Aufs und Abs und dies und das. Aber alles zu seiner Zeit, sage ich immer. Es gibt eine Zeit des Leidens, es gibt eine Zeit der Freude. Und dann auch da voll drin sein darf man. Ne? Man darf das Leid spüren, aber dann darf man auch wieder die Freude spüren. Man darf sich selbst vergeben, man darf sich selbst lieben. Okay? So, und es geht darum, so ein bisschen hier Schicksal annehmen, der Furcht ins Auge blicken, Angst, ich scheiß dir ins Gesicht. So, ne? Auf der, ja, das ist es. So, und darum geht es, sich überwinden. Also, es heißt, hier wird eine Überwindung und das wird in dir wirklich Kräfte mobilisieren. So, die wirklich die Kriegerin, sag ich ja, in dir nochmal erwecken. Die Kriegerin der Selbstliebe und du, das strahlst du aus. Das strahlst du aus. Und diese Veränderung strahlst du aus, ne? Und überträgt sich natürlich auch dann auf dein Außen, auf die Verbindung Menschen, in die du, mit denen du verbunden bist. Und so hier diesen Menschen. Und das verändert dann natürlich auch was. Und da kommt eine andere Energie rüber. Somit entsteht auch etwas anderes. Und hier kannst du dadurch auf einen anderen, auf ein anderes Level kommen, nämlich auf dieses Gefühl wieder, so, ich bin voll in meiner Kraft und ja, ich bin bereit sozusagen für mich in voller Selbstliebe so durchs Leben zu gehen. Ne? Liebe zu mir ist nicht auf dem Ego-Trip zu sein. Ne? So, und dafür eben auch gewisse Dinge zu überwinden. Das gehört einfach dazu. Das heißt, ich will hier nicht nur eine rosarote Ponywelt erzählen, sondern einfach so, wie es hier liegt und wie es ist. Na? Und aber was das Wichtigste eigentlich ist, egal wie schwer und so, am Ende ist das Wichtigste unterm Strich, ist es eine große Chance nochmal. Ich fand das heute, also ich muss sagen, ich fand das heute eine tolle, schöne Legung und so wahrhaftig irgendwie. Und ich hoffe, ich konnte viele von euch damit ansprechen. Das heißt, resonieren. Ich konnte, ja, ihr konntet euch wiederfinden an der einen oder anderen Stelle. Ich bedanke mich jedenfalls von ganzem Herzen. Also lass mir doch so ein nettes Kommentar da. Gerne auch deine Situation oder deine Sichtweise hier einfach mal da lassen. Ich finde es sehr interessant. Ich bin da immer dankbar für alle Eindrücke. Ich lese auch jeden einzelnen Kommentar. Das ist so. Und ja, so ein Daumen nach oben ist dasselbe wie loben. So, und damit verabschiedet sich die Schusseline. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Schwing de Hut. Tschö mit ihr, Leute.